So, gucken wir mal, was hier so gerade abgeht. Da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir wieder was kaufen können. Körbenpendler, Minmus-Tanker, Körbenpendler, Minmus-Tanker. Kalt erwischt. Den Pendler zwischen Basis und Station. Ja, okay. Es ist, glaube ich, ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Pendler. Pendler, Pendler. Pendler. Naja, der Körbenpendler liegt ein bisschen vorne und danach kommt wahrscheinlich knapp Minmus. Okay, dann machen wir das jetzt mal ohne den Strawpoll und ich gehe mal in Richtung des Körbenpendlers als erstes. Okay, also, dann gilt es jetzt, eine Rakete zu bauen oder ein Gefährt zu bauen, mit dem wir hier wegkommen und auch wieder zurückkommen und nur Treibstoff nachtanken müssen. Richtig? Habe ich euch so verstanden? So habe ich es zumindest verstanden. So, fangen wir damit an. Also ich werde es nicht von der Startbahn starten. Ich werde es auf jeden Fall von der Rampe starten. Das weiß ich schon mal. Der Kerbin SSTO Prototype, denn der ist noch sehr prototypisch. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Was machen wir da draus? Daraus machen wir hoffentlich keinen riesigen Fail. Ich glaube, ich nehme hier vorne eine Tanknase ran. Aber nur eine kurze. So. Und das Ganze dann noch mit einem Dockingport schon mal versehen. Und ich werde jetzt die neue Generation gehen. Ich mache jetzt Construction Ports tatsächlich nur noch für Construction. Das ist sonst. Warum baue ich nicht für die Startbahn? Weil ich die Startbahn gar nicht habe. Und ich müsste die Startbahn plus das andere Teil ausbauen komplett. Und glaub mir, das Thema ist komplexer. Glaub mir einfach, dass es komplexer ist. So, wo ist mein Cable Engineer? Da. Gut. Dockingmäßig haben wir damit vorne an der Nase was dran. Das heißt, das kann so docken. Wir brauchen dann also nicht nochmal. Okay, doch, wir können tatsächlich trotzdem noch. Was ist das Teil? Docking. Da. Klemmbutschron. Wir könnten natürlich das Ding so andocken lassen noch. Dann haben wir zwei Dockingrichtungen. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich noch Räder ranbauen, ne? Ah, wird schon. Wird schon. Okay, dann wollen wir damit Crew bewegen können, befürchte ich. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Zack. Und wir wollen damit natürlich auch noch Treibstoff haben. Jetzt überlege ich aber gerade, ob wir jetzt nicht den Adapter-Part gehen. Habe ich schon Adapter dafür? Moffel LP, vielen lieben Dank für dein Follow und auch dir viel Spaß beim Zugucken. Ich hatte gehofft, ich habe schon Adapter irgendwie in der Richtung. Aber nicht so wirklich. Doch, das ist es, oder? Jo. Das wird aber problematisch, wenn ich das so fliege. So SSTO-mäßig problematisch. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. So. Könnte man natürlich auch gleich auf Orange gehen.
weiß gar nicht, wo ich gerade bin hier in dem Game. Du bist gerade eben kurz im kleinen Viper-Shuttle unterwegs gewesen und bist jetzt wieder auf der Mondraumstation. Hast du? Du warst sehr aktuell sogar im Einsatz. So, dann brauchen wir einmal einen Antrieb, um hier überhaupt mal wegzukommen. Das sieht schon mal ganz gut aus und ist auch Thrust-Weight-Ratio-mäßig gar nicht so unausreichend. So. Das sieht bisher gar nicht so schlecht aus. Wird echt klein. Ja, wird ganz klein. Naja, also klein wird ein SSTO halt nie, wenn es was bewegen soll. Und die Anforderung war ja, dass es doch durchaus die Möglichkeit haben soll. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht sogar relativ schlecht aus. Die Möglichkeit haben soll. Die Leute auch anzulanden. Thrust Weight, Atmospheric. Oh. Ich gehe davon aus, es wäre fast leer. Ist immer noch nicht gut. Sind wir bei 04, also das wird uns nicht reichen. Das Triebwerk. Nee. Das wird uns nicht reichen, aber muss gar nicht. Wartet mal. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Erstmal für den Anfang ist es okay. So. Wieder Sprit rein. So. Wenn wir die Atmosphäre mal rausrechnen, haben wir damit eigentlich genug Delta V, um in Orbit zu kommen. Nur ein bisschen wenig Thrust Weight, aber das ist ja, irgendwas ist ja immer. Weil die Frage gerade kam, ich habe gerade per Whisper die Frage bekommen, wie man seinen Kerbal da kriegt. Ihr könnt einfach euch auf der Kerbal-Liste anmelden. Die kann der Neo mal posten. Ich meine, da gibt es sogar auch ein Kommando für. Ich habe aber verdrängt, welches. Da könnt ihr euch einfach anmelden, was ihr sein wollt, wo ihr hin wollt. Und dann müsst ihr ein bisschen Geduld und natürlich Glück haben. Da stehen echt viele Leute drauf auf der Liste. Und dann könnt ihr vielleicht. Mit dabei sein. Zack. So. Jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir mal den ersten Wurf. Was ist denn das geilste Triebwerk, was ich bisher habe? Es ist echt das. Das ist alles. Das ist traurig. Mehr habe ich noch nicht. Inline Turbojet. Was ist das denn? Kilonewton, 107 Kilonewton. Ich glaube, dann ist das hier die Antwort auf meine Triebwerksfrage. So, wenn ich das richtig verstanden habe, Turbojet. Sind wir bei 07. Atmospheric 043. Zu wenig Leistung, Freunde, zu wenig Leistung. Verdammt. Aber haben wir nicht dieses Doppelanschluss-Ding schon irgendwo? Da. Das ist aber. Nee, ich suche was anderes. Gucken hier. Zack. So werden schon mal zwei Antriebe draus. Jetzt verschieben wir den Spaß noch ein bisschen. Mal gucken, wie viele Antriebe wir brauchen, um das Ganze Thrust-Weight-Ratio technisch
ins Okayische zu bringen. Verdammt! Na gut. Das reicht also noch nicht. Würde aber dann spätestens mit diesem Antrieb funktionieren, wobei ich mit diesem Antrieb halt das Problem der Landebeine habe, ne? Na, der hat einen Schub von 500 und ein bisschen, der hat 108. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie anders hinbekomme, aber so viel Schub kriege ich da auch nicht raus. Der hat 64. Was ist, wenn ich die hier nehme? Sind wir bei Atmospheric 107? Zack. Zack, 139. Das sieht so aus, als ob man damit starten könnte. So. Ist immer noch okay. So, dann brauchen wir jetzt Lufteinlässe. Low Altitude, Low Altitude, Low Altitude. Shit. Ramp Intake. Supersonic Speed. Jawohl. Das ist genau das, was wir eigentlich haben wollen. Okay, die muss ich einzeln anbauen. Sonst weigern sie sich, in die richtige Richtung zu gehen. Zack, zack. So. Damit haben wir das. Wollen wir es mal probieren? Einfach nur ausprobieren, ob das funktioniert. Ich meine, im Worst Case. Wen haben wir denn noch an Expendables da? Meldet sich jemand freiwillig? Fallschirme zur Sicherheit. Fallschirme sind langweilig, aber ja, Fallschirme helfen wahrscheinlich zur Sicherheit. Luis hat sich gerade freiwillig gemeldet und kriegt aber noch ein paar Fallschirme angebaut. Wenn das alles irgendwie total schief geht. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben, dass um Fallschirme gebettelt wird. So. Zack. Zack. Das ist, der Plan ist nicht, mit den Fallschirmen zu landen, um das gleich nochmal zu klären. Also das ist erstmal nur eine prototypische Konstruktion, um dafür zu sorgen, dass unser Testpilot nicht drauf geht. So, Autostrut zum Rootpart. Damit sollte das auch relativ ruhig liegen. So, dann schauen wir doch mal, ob wir das so hinbekommen. Also es hat theoretisch 10.000 Delta V. Praktisch werden wir mal sehen, was bei rumkommt. Jetzt machen wir das Staging noch ordentlich. Ob das alles so funktioniert wie gedacht. Wird komplett flippen, bevor du ihn so gestellt hast, dass die Landebeine unten sind. Gucken wir mal. Ich glaube, es gibt Tricks und Möglichkeiten, das hinzubekommen. Wir starten mal unseren Prototypen. Mal gucken, wie weit er kommt. Also, das Hoch sehe ich tatsächlich eine relativ hohe Chance, dass wir das hinbekommen. Wir werden jetzt auch ohne Ziel erstmal starten. Also, wir versuchen einfach mal nur, den in den Orbit zu bringen und dann aus dem Orbit wieder zu landen. Wobei mir da einfällt, Strom wäre vielleicht noch ein bisschen spannend gewesen, ne? 152 Strom ist schon echt knapp, muss ich sagen, mit Live Support. Lasst mich nochmal ganz kurz
So, um geht's. Lasst mich noch mal ganz kurz Stromversorgung machen. Und im Staging hatte ich die Fallschirme eigentlich gerade hochgezogen. Und Airbrakes habe ich halt noch nicht. Airbrakes sind noch keine Möglichkeit. Aber theoretisch müsste man das Ganze über das Gewicht der Maschine steuern können. Schauen wir gleich mal. So, einmal noch mal rein. Ich muss irgendwas Strommäßiges mitnehmen. Sonst wird er zu knapp. So, okay, da fehlten tatsächlich noch zwei Fallschirme. So, irgendwas Kleines für einen Strom. Ich glaube, wir brauchen echt nicht viel. Ich lege jetzt mal hinter die Fallschirme einfach kurz Solarpanels hinter. Da müssen wir uns dann noch was Smartes überlegen. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Anfang, ob das Konzept an sich funktioniert. Wir müssten dann eh noch ein bisschen Cargoplatz schaffen. Aber erstmal, wie gesagt, gucken, ob das Konzept funktioniert. Wenn das schon völlig für den Arsch ist, dann ist eh egal. So. Achso, die hätte ich gerne irgendwie schon zweimal angebaut gehabt. So. So, und dann wird hier einfach noch irgendwo hinten im Tank ein Batterieblock versenkt. Obwohl, das sollten wir schon symmetrisch machen. Irgendwo über den Antrieben, damit die immer wieder zünden können, versenken wir noch Batterien. Einfach um ein bisschen mehr Puffer zu haben. So, ich lasse sie ein bisschen rausgucken, damit wir da auch sehen, was los ist. Gut. Sehr schön. Dann haben wir den Prototyp jetzt startbereit mit 1,29 Thrust-Weight-Ratio. Also theoretisch fliegt er immer noch. Praktisch werden wir es sehen. Und das ist nicht als Flugzeug gedacht. Das ist wirklich als eine SSTO-Rakete gedacht, die allerdings mit Unterstützung von Jet-Antrieben fliegt. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht wie gedacht. Es fällt schon mal nicht auf dem Launchpad um und es sieht eigentlich auch ein bisschen cool aus, muss ich sagen. Geschmackssache natürlich immer, aber wir probieren das mal. Achso, ich müsste wahrscheinlich die Engines nacheinander zünden, weil Jet-Triebwerke ein bisschen zum Hochfahren brauchen. Mal gucken. Ah, da gehen die Probleme schon los. Die kriegen nicht genug Intake Air für den Anfang scheinbar. Welche sind noch an? Okay, es läuft auf jeder Seite nur eins, ne? Ich habe zu wenig Intake. Ja. Okay, nochmal zurück. Was will ich denn da? Okay, wir müssen für mehr Intake Air sorgen, damit unsere Triebwerke befriedigt werden können, gerade für die Anfangsphase. Zurück ans Reißbrett, genau. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel. Und ich weiß auch schon, wo wir sie hinbauen. Wir werden wahrscheinlich einen Low-Altitude-Scoop, ihr wisst, was ich meine, nehmen. 1,5 Meter, 1,25 Meter, Intake Air, Atmospheric 0,2, Intake Air 2,0. Haha, einfache Frage. Genau, das hier ist eigentlich ein Effective Base Speed 15 Meter pro Sekunde, Effective Base Speed 10 Meter pro Sekunde. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich sehe da noch was Schönes gerade. Zack. Zack. Ist das ein Tank mit einem Intake drauf? Ich denke schon.
Oh ja. Okay, cool. So. Ja, die Steuerdüsen und so, das sind so Kleinigkeiten, die wir später ran konzeptionieren. Jetzt erforsche ich gerade erstmal die Möglichkeiten, ob wir so ein Ding überhaupt bauen können. Also so Feinheiten wie wir müssen noch Cargo mitnehmen können. Wir müssen noch, was weiß ich, irgendwelche Zusatztanks haben, wir müssen RCS-Steuerdüsen haben, wir müssen eine Funkantenne haben und so weiter. Da können wir uns noch drum kümmern, sobald es soweit ist. Jetzt machen wir aber erstmal nur den Prototypen fertig. Das war gestrattet, jawohl. Gut. Erstmal machen wir jetzt nur den Prototypen fertig, um zu gucken, wie er fliegt. So. Gut, wer sitzt drin? Luis sitzt nur noch drin. Sehr schön. Also da muss ja auch noch, da muss noch Essensversorgung ran. Da sind ganz viele Dinge, die wir noch tun müssen, aber eins nach dem anderen. Erstmal gucken, ob das Grundkonzept fliegt. Wenn wir das Ding fliegen und aus dem Orbit zurückbringen können, dann können wir beginnen, das komplexer zu machen und gucken, wann die Komplexität ein Level erreicht hat, bei dem wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh nein, das können wir im Leben nicht fliegen. Ja. Ja. So sieht das aus. Gut. Also, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, das Staging gerade zu ziehen, aber das muss ich noch mal so grundsätzlich tun, dass das immer in Ordnung ist. Für jetzt ist es okay, das zu korrigieren. Also, gucken wir mal, ob die sauber anlaufen. 100, 100, das sieht gut aus. Intake Air ist komplett voll. Das heißt, wir können jetzt. Triebwerke fahren hoch. Wir haben 059er Schub, 06er Schub, 061 und los geht's. Iha, okay, wir fliegen. Coole Sache das. Also, unsere Rakete ist unterwegs. Unser Raketenflugzeug ist unterwegs, was auch immer. Nobody cares. So, ich glaube, es wird noch darauf hinauslaufen, dass wir jetzt in diesem Testflug bitter lernen müssen, dass ich einen Knopf brauche, um abzuschalten. Aber gut, das lernen wir gleich. Ah, zu viel, zu viel, zu viel. Hui. Ja, wir lernen Raketenflugzeuge fliegen. Okay. Nase hoch, Nase hoch. Ja, mein Schwerpunkt ist natürlich hinten, ne? Ah, ich glaube, der Schwerpunkt rächt sich gerade ganz tierisch. Gas, 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 Gas. Yep, okay. Okay, wir kriegen Intake Air, wir kriegen Schub. Und wahrscheinlich fliegen wir gleich wieder, aber gucken wir mal. Ja. Mein Arsch geht nach vorne. Okay. Dann machen wir doch was anderes, nämlich einen Landeversuch. Weil dafür funktioniert es ganz gut, dass er mit dem Arsch zuerst nach unten möchte. Oh, nicht auf dem R&D-Komplex. Nein! Na gut, wir versuchen mal auf dem R&D-Komplex zu landen, ohne den R&D-Komplex kaputt zu machen. Okay, das sieht so aus, als ob wir die Straße dazwischen erwischen würden. Das ist gar nicht so schlecht. Zu schnell, zu schnell, zu schnell! Okay, der R&D-Komplex lebt noch. Puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Luis guckt ein bisschen. So, alles klar. Okay. Gut. Semi. Semi, möchte ich sagen. Gut. Recover.
Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass das Gewicht ein Problem wird und der Luftwiderstand nach vorne wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen entweder hinten Drag erzeugen oder vorne mehr Gewicht. Wir könnten es natürlich probieren, indem wir vorne die Nase ein bisschen aerodynamischer machen. Und hinten, also ich würde jetzt eine Kombi-Maßnahme machen. Ich würde versuchen, Discovery, vorne. nominal Mako, Da gehen die dummen Sprüche für Shift-Lock langsam aus. Ja, ich muss es echt mal ausstellen, aber ist ja fast nichts passiert. Wo könnte man? Also erstmal vorne, wir probieren mal das Ding da wegzunehmen und durch ein aerodynamisches Näschen zu ersetzen. Das nicht. Ja, das ist ja völlig aerodynamisch. Nichts sieht besser aus als dieses Teil. Totally not. Ist da irgendwas denn hübsch? So ist halt auch nicht schön. Am Ende des Tages hat der Luis ja überlebt. Genau. Genau so und nicht anders. Ja, schade. Gibt echt wenig Schönes hier. Wir können natürlich das Ganze. Ah, wisst ihr, was wir machen? Und wir machen das Ding hier drauf. Dann haben wir nämlich gleich noch eine coole Steuereinheit. So. Jetzt brauchen wir eine Lösung für unser. Drag-Problem. Mit ein bisschen Glück. Müsste das hier eigentlich reichen? Kann ja nichts sehen. Start retracted. Zack. So. Oh, die passen genau drüber. Wenn er sie jetzt noch viermal genommen hätte, wäre es richtig super. Aber gut, das ist ja ein zweites Ding, was wir jetzt gleich noch fixen. So. Zack. Ich hätte gerne vier davon. Jawohl. So. Start extended. So, jetzt haben wir hier hinten Drag, durch die kleinen Flügelchen. Ob die da echt genug Drag erzeugen, das weiß ich nicht. Das testen wir jetzt. So, und jetzt machen wir gleich mal das hier ordentlich, damit ich es nicht immer wieder machen muss. Und vor allen Dingen haben wir halt an der Nase Drag rausgenommen. Das sollte uns hoffentlich. So, und wir können jetzt gleich mal eine Action Group vorbereiten. Und zwar die Abort Action Group bekommt Shutdown Engine. Shutdown Engine. Okay. Das ist nämlich, wenn ich oben beginne, den Intake Air zu verlieren, kann ich dann die Engines kontrolliert alle auf einmal abschalten, damit ich nicht ins Trudeln gerate. Zumindest so mein Plan. So, nächster Anlauf würde ich sagen. Genau, Kerbal Physics macht's möglich. Ja, wir nähern uns der Sache langsam. Jetzt gucken wir erstmal, was so geht. Und der unerschrockene Luis wird's schon richten. Also die Landenummer hat aber schon mal vergleichsweise gut funktioniert, mal abgesehen von diesem kleinen Shift-Problem. So. Zack. Licht an. Triebwerke an. Wir lassen so lange hochfahren, bis das Intake Air spärlich wird. Dann braucht man nämlich Bewegung.